Machen Sie einen großartigen Applaus für Matthias Starke! Hi, 10 Minuten können anfangen. Ich bin übrigens kein Raumfahrttechniker. Wir haben uns nur eben unter der Bühne darauf geeinigt, dass ich das bin. Also, Grüße und Wohlergehen. Ich erzähle euch heute, warum Raketenwissenschaften gar nicht mal so schwierig sind, wie die Raketenwissenschaftler andauernd tun. Oder anders ausgedrückt, wenn Nordkorea das hinbekommt, kann das mit dem Raketenbau nicht so schwierig sein. Vor allem, wenn die so intelligent gucken. Sind Raketenwissenschaftler anwesend? Irgendeiner? Luft- und Raumfahrttechnik? Ja. Da, echt cool. Gute Wahl. Entschuldigung, ich verrate jetzt den Trick der Raumfahrttechniker. Warum alle denken, dass das so schwierig ist. Und zwar ist es ein ganz einfacher Trick, die benutzen eine eigene Sprache, damit kein anderer die versteht. Das ist sie. Ja. Ne? Versteht irgendjemand, also außer den Raumfahrttechnikern, die das studiert haben, das versteht man nicht. Da sind kryptische Symbole, da weiß keiner. Und das ist die Sprache, in der sich die Raketenwissenschaftler untereinander unterhalten. Aber zur Rettung der Raketenwissenschaftler, weil ich bin ja hier angeblich auch einer, das machen nicht nur die Raketenwissenschaftler so, das machen sie alle so. Alle wissenschaftlichen Leute machen das. Zum Beispiel die Mediziner. Wenn ein Mensch in seinem Leben gerne dem Alkohol zuspricht und immer zu viel davon trinkt und dann irgendwann daran stirbt, dann sagt der normale Mensch sagt, er hat sich totgesoffen und alle wissen, was gemeint ist. So. Der Mediziner an sich, der nennt das nicht, der hat sich totgesoffen, nein, bei dem heißt das hepatone Enzephalopathie aufgrund ethyltoxischer Leberzirrhose. Andere Sprache. Die Biologen sind da auch sehr geil drin. Bei den Biologen so eine kleine, blöde, nervige Fruchtfliege. Die heißt nicht nervige Fruchtfliege, sondern Drosophila melanogaster. Oder dieser komische kleine Pilz, der die Getränke genießbar macht. Saccharomyces cerevisiae, Bierhefe. Oder hier mein Liebling bei den Biologen, die gemeine Hummel. Der Teddybär unter den Fluginsekten. Und das Ding, wo die Physiker lange Zeit nicht wussten, warum das überhaupt fliegen kann. Auch biologisch, gell. Bombus, Bombus. Super. Also, ich finde das einfach nur, ich mag das. Aber ich wollte ja die Sprache der Raketenwissenschaftler hier. Das ist, nennt sich die Raketengleichung. Raketenwissenschaften, Raketengleichung, ihr kennt den Zusammenhang. Von einem Typen namens Tsiolkovsky, irgendwann Anfang letztes Jahrhundert aufgestellt, egal. Das Ding ist, nennt sich Raketengleichung und ist quasi der Hauptsatz der Raketenwissenschaften. Und ich habe euch mal ein hochtechnisch anspruchsvolles Gerät mitgebracht, anhand dessen ich die Raketengleichung erkläre. Ein Duschkopf. Damit das jeder kennt, ein Duschkopf, ne? Ganz normal. Der hier ist ein bisschen älter, das habe ich von meiner Mutter in der Wohnung, im zweiten Badezimmer, das kann jetzt keiner benutzen. Wir tun jetzt mal so, als würden wir diesen Duschkopf ins Weltall befördern wollen. Dafür brauchen wir das, was bei einer Gleichung ist ein Gleichheitszeichen, dafür brauchen wir das, was auf der linken Seite steht. Und das ist die sogenannte Endgeschwindigkeit. Das heißt, wir müssen diesen Duschkopf auf ungefähr 11,6 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Das ist wuchtig. Also das kriegt mit Werfen nicht hin. So, dafür brauchen wir jetzt bei den Raketen etwas, was hinten rauskommt. Das ist in diesem Fall Wasser, überraschenderweise. Die wollten mir hier übrigens keine Wasserleitung auf die Bühne legen. Das müsst ihr euch vorstellen. Also, da kommt Wasser raus, da kommt Wasser rein. So, das Wasser muss austreten mit einer gewissen Austrittsgeschwindigkeit. Und zwar hier. Ne? Logischerweise, das muss eine gewisse Geschwindigkeit haben. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das Ding in der Hand habt und ihr lässt das nur tröpfeln, dann ist das kein Problem, das in der Hand zu halten. Wenn ihr voll auftritt, muss man das schon festhalten, damit es nicht abhaut. Keine Sorge, in der Dusche fliegt es nicht ins Weltall, dafür ist die Austrittsgeschwindigkeit nicht groß genug. Bei Raketen muss man allerdings auch noch was anderes beachten, das ist die sogenannte Schubdauer, Delta T. Das heißt, wie lange man das macht. Wenn man das nur mal einmal kurz aufdreht, dann macht es einfach nur so und ist weg und fliegt wieder auf den Boden. Wenn man das halt länger macht, dann könnte das ins All gehen. Jetzt haben wir halt die Austrittsgeschwindigkeit und die Schubdauer, die sind wichtig. Wenn man das nicht beachtet, dass diese Dinger wichtig sind, dann kann hier sowas passieren, wenn ich es gestartet kriege. Es war eine amerikanische Rakete, die eigentlich starten sollte. Die ist nicht startet, ach Mann. Eben hat es funktioniert. Ja, Rechner neu starten. Taskmanager.
Schade. Ja, Moment, ich versuche mal gerade eben was anderes. Die fliegt nach oben. Zeig uns doch bildlich, was du meinst. Ja, sie fliegt nach oben, aber das meine ich nicht. Warte, ich habe doch hier den Ordner, da habe ich das Video drin, da klappt das bestimmt. Zack. So, jetzt fliegt das Ding, genau. Und ich habe die Schubdauer und die, ne, nicht beachtet. Das ist, ist wichtig. Bei Raketen sollte man darauf achten, dass die Schubdauer und die Aussatzgeschwindigkeit beibehalten werden. So. Nein. Kennt sich jemand mit Computern aus? F5, alles klar. Ja, hey, cool, danke. Informatiker, hä? Geil. So. Nächstes Ding der Raketengleichung. Also jetzt hier dieses Ding hier in der Mitte. LN, vergesst das LN, das habt ihr auf dem Taschenrechner, braucht ihr jetzt nicht zu wissen, was das ist, nennt sich natürlich ein Logarithmus. Das ganze Ding hier mit dem Bruchstrich heißt logarithmisches Massenverhältnis. Toll. Habe ich jetzt super übersetzt, ich verstehe genau, was gemeint ist. Das ist ganz einfach. Wir haben hier eine gewisse Masse, die wir hochbringen wollen. Die Masse ist jetzt zu diesem Zeitpunkt M0. Masse am Anfang. Und darunter steht eine M-End-Masse am Ende. Das ist bei diesem Ding hier recht einfach. Die Masse ändert sich nicht, weil das Ding geht hoch. Und dann haben wir da, dann kürze ich das weg, dann ist das LN1. LN1 ist 0. Warte mal. Oh, Wasser. Wir haben ja Wasser hier drin. Wir müssen das Wasser mitnehmen, das wir unten rauslassen wollen. Das heißt, wir machen jetzt einen großen Tank, also jetzt gedanklich, ich habe den nicht dabei, einen großen Wassertank oben drauf, aus dem das Wasser kommt, das hier unten rauskommt. Jetzt ist das Problem, wenn wir ja oben einen großen Wassertank drauf haben, das ganze Wasser kommt hier unten raus. Wenn ihr den Duschkopf voll aufdreht und loslasst, dann zischt er euch in alle Gegenden. Das heißt, ihr müsst darauf achten, in welche Richtung das Ganze geht. Und da das mit den Videos hier nicht, mache ich mal eben nochmal so. Ihr müsst also achten, in welche Richtung euer Strahl geht. Wenn ihr das nicht macht, wie das die Chinesen versucht haben, dann könnte es sein, dass eure Rakete startet. Wunderbar. Geht auch Richtung oben und entfleucht in die Nacht, sozusagen. Wie war das? F12? Nein, F5, ich weiß schon mehr. Zack, zack. So, jetzt haben wir da noch ein Ding stehen. Und das nennt sich G. G ist die Erdanziehungskraft. Ne? Es geht von der Erde aus nach oben, deswegen Erdanziehungskraft. Da steht ein Minus davor, weil wir nach gegen der Erdanziehungskraft arbeiten wollen. Und damit habt ihr die Raketengleichung verstanden. Ist das nicht toll? So, jetzt könnt ihr... Aber, anhand der Raketengleichung könnt ihr jetzt noch keine Rakete bauen. Zwei Gründe. Erstens, es ist verboten. In Deutschland ist es verboten, eine Interkontinentalrakete aus dem Vorgang zu starten. Verboten. Ich betone das ausdrücklich. Das hat so den Rang von Angriffskrieg gegen Frankreich starten. Das möchtet ihr nicht. Das ist, habt ihr nur Probleme mit Leuten, die... Nee, lass doch mal rein. Zweitens, das war eine Gleichung. Die Raketenwissenschaften haben nicht nur eine Gleichung. Raketenwissenschaften haben viele Gleichungen. Das ist ein hochkomplexes Teil, was da hochgeht. Es sind viele Kleinigkeiten und wenn ihr dann an irgendeiner kleinen Stelle irgendeinen kleinen scheiß bloden Vorzeichenfehler gemacht habt oder irgendwas vergessen habt, dann... Schlechtes Timing. Ah. Dann, jetzt kommt's, Moment, habt ihr Probleme mit den Nachbarn. Das muss nicht. Also, Raketenwissenschaften kann man verstehen, man sollte sie aber auch verstehen, bevor man damit was macht. Ich lasse das Video noch ein bisschen laufen, das ist geil. Die haben sich da richtig eine richtige Abschlussrampe mit richtig zerdeppert. Super. Das waren Amerikaner. Cool. Ja, das ist so. Ach nee, nochmal das Bild. So. Aber um halt, ne, der Vortrag heißt Rocket Science is no Rocket Science. Man kann es verstehen, das ganze Zeugs. Und ich habe einen Beweis dafür, dass es wirklich geht. Und zwar dieses Ding hier. Ich habe es hier im Original dabei. Tada! So groß ist das. Es nennt sich Pocket Cube, weil man das Ding in die Tasche stecken kann. Dieser Pocket Cube hier, der wurde entwickelt von einem Typen, den ihr gleich seht. Kein Raketenwissenschaftler. Dieses Ding hier wird im Februar ins All gehen. Tatsächlich, ohne Scheiß.
Es wird Triebwerke an Bord haben und eine Kamera. Das heißt, wir können es ausrichten und Fotos machen. Zieht euch an, ab Februar. Nein, die Auflösung haben wir nicht. Also wir machen nicht Google Earth, wir machen einfach nur ein Foto von der Erde und einfach nur beweisen, dass wir es können. 10 Minuten. Dankeschön. Dann packe ich das mal wieder weg. 30 Sekunden wegen Technologie, das ist nett, dankeschön. Das sind die drei Typen, ja. Der Typ hier hat grundsätzlich das ganze Ding gebaut. Der Typ macht die Software, weil wir das Ding nachher übers Internet steuern wollen. Ich mache den Rest. Wir sind drei Geeks, die sich wirklich nur darauf konzentriert haben. Wir haben keinerlei... Achso, ein Geek ist ein Nerd mit Freundin. Wir sind alle keine Raumfahrttechniker. Ich bin zwar eingeschrieben, deswegen haben wir uns eben darauf geeinigt. Wir sind keine Raumfahrttechniker, aber wir machen Raumfahrttechnik. Und jetzt der allerletzte Beweis, dass es wirklich was mit Raketentechnik zu tun hat, weil das ist ja nur so ein kleines blödes Ding, was ins All fliegt, haben wir Triebwerke an Bord. Und da möchte ich euch mal eben, wenn ich das jetzt hinkriege, scheiß Touchpad, ich komme mit Touchpad überhaupt nicht klar, da ist das, der Triebwerkstest. Unsere Triebwerke. Na? Man hört sogar, oder? Das Triebwerk von dem Teil. Super geil, das funktioniert. Also, das ist ein Triebwerk, also eine Rakete. Wir machen Raketenwissenschaften, ohne dass wir Raketenwissenschaftler sind. Rocket Science is no Rocket Science. Quod erat demonstrando. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus.